get me high and right away. We be chasing our hearts till we end up falling. Es gibt ja Sachen, die man besser kann und manche, die man nicht so gut kann. Und was ich überhaupt nicht gut kann, ist Scharfstellen. Nein, was ich überhaupt nicht gut kann, ist warten. Vor allen Dingen, wenn ich Anschlusstermine habe oder jetzt diesen Anschlussflug. Und wir warten jetzt immer noch auf die Ankunft des Fliegers. Ich habe gerade mal bei Flightradar geguckt. Er ist immerhin schon gelandet. Ah, jetzt sehe ich gerade. Der Finger, so heißt ja diese Ausstieggeschichte, hat gerade angedockt. Ich weiß nicht, ob ich es scharf stellen kann. Da. Mit dem kleinen Flieger geht es jetzt gleich nach Frankfurt. Und immerhin, er ist da. Und ja, jetzt sind es 12 Minuten über der Boardingzeit. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Ich halte euch jedenfalls auf dem Laufenden, ob es funktioniert oder nicht. So, jetzt geht's los. Eigentlich sollten wir schon lange in der Luft sein, aber sind wir noch nicht. Aber immerhin werden jetzt gerade Sicherheitsvorkehrungen gezeigt. Und dann geht's endlich los nach Frankfurt und von da dann weiter nach Hamburg. Die Flugzeit ist immer enorm kurz, nur 40 Minuten. Ich habe in der Zwischenzeit meinen Vlog aus England weitergeschnitten. Er wächst und gedeiht. Im Moment rendere ich gerade mit Hyperlapse meine Bewegszenen, damit das schön gleichmäßig ist. Das dauert auf meinem Laptop ein bisschen länger. Bin in Frankfurt gelandet, laufe jetzt zum Anschlussflug. Sieht ganz gut aus. Boah, den beginnt in 5 Minuten, also insofern alles gut. So, mit der S-Bahn bin ich jetzt gerade vom Hauptbahnhof zur. Nein, das ist natürlich Quatsch. Vom Flughafen zum Hauptbahnhof gefahren. Und jetzt geht's los zur Markthalle. Und ich habe gerade gehört, Casey Neistat ist auch in Hamburg. Warum? Will er was von mir lernen? Ich weiß es nicht. Und zur Begrüßung regnet es und stürmt auch einigermaßen. Insofern bestes Hamburger Schiedwetter. Ich bin in 5 Minuten bei der Markthalle, wenn ich nicht vom Fahrrad überfahren werde. Leider habe ich Casey Neistat noch nicht gesehen. Ich habe gerade auf seinem Twitter-Account gesehen, dass er auch, glaube ich, einen Porsche hat für seine Zeit hier. Das ist mir nicht vergönnt. Okay, es könnte das letzte Video sein, was ich mit dieser Kamera mache, aber da ist die Markthalle und da ist es trocken. Da gehe ich jetzt rein. Und zur Akkreditierung. Tada! Ich bin verkabelt, meine Haare sind einigermaßen in Ordnung, würde ich sagen. Und jetzt geht's aus dem Backstage-Bereich. Das erste Mal, dass ich im Backstage-Bereich sein darf, hier auf die Bühne. Und da warte ich mit Martin, der nicht reden kann offensichtlich, wenn er nicht reden will. Naja, es wird mit Untertiteln sein. Da kommt die Franzi noch aus der Tür. Hi! Sie redet! Yay! Yeah. Ja, sie spricht! Das ist auch ein bisschen ein Vlog. Ich dachte, wir sprechen hier. Ja, genau. Und dein Name kann ich mitbekommen. Alina Schäfer oder Instagram-Prototyp okay. Alina. Okay. Ist es so besser? Nee. So? Warte mal. Vielen Dank, Alina. Moin moin auch von meiner Seite. Hallo Social Media Week, hallo Internet. Herzlich willkommen in der Markthalle. Denn ich freue mich wirklich, dass heute auf dieser Bühne, auf der sonst AC/DC gespielt haben, Run DMC, aber auch Douglas Copland und so weiter hier gelesen haben. Großartige Menschen. Und wir haben auch heute großartige Menschen hier, die nicht, das noch nicht Rockstars sind. Dass sie da gekommen sind, sogar aus Brüssel und Berlin angereist. Das ist halt internationales Panel heute hier, würde ich fast sagen. Und ich begrüße natürlich als guter Gentleman die Dame zuerst, Franziska von Campus, zu meiner Rechten, von euch zur Linken. Sie ist Chefredakteurin von Mesh Collective, ein Projekt von UFA, von Lab, und sie machen dort politische Videos, YouTube-Videos, Bewegtbildangebote für politische Kommunikation. Und das macht es sehr gut. Und dann herzlich willkommen, Timo Brücken, Mitglied des Europäischen Parlaments für die SPD hier in Hamburg. Ja, danke schön.
So, jetzt aber zu Timo Wölken. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Soll ich anfangen? Soll ich ein bisschen was über mich erzählen oder in dem Video? Sehr gerne erstmal zu. Zu meiner Person. Ja. Welches Mikrofon klappt jetzt für dich? Weiß ich nicht. Ich glaube, das funktioniert wieder. Das Stimme aus dem Bauch. Das ist toll. Martin Schulz ist da. Nee, vielleicht zu mir ganz kurz. Ich bin 31 Jahre alt, habe Jura studiert, bin seit dem 14. November unterschrieben, dass ich nachrücken will ins Europäische Parlament. Und am 21. November letzten Jahres war ich das erste Mal dann auch in Straßburg. Und das sind zwei Daten, die ich nicht mehr vergessen werde, weil das für mich eigentlich immer so das war, was ich machen wollte. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, wie kann man mit jungen Menschen wieder ins Gespräch kommen, über Politik ins Gespräch kommen. Und jetzt habe ich angefangen, so ein bisschen wieder politische Videos zu machen, wo ich dann immer meine Rede im Parlament sozusagen als Aufhänger nehme. Und das Gute ist, man kann sich da nicht verquatschen. Man hat so in der Regel eine Minute Redezeit und muss es dann auch das Wichtigste komprimieren. Deswegen, wenn ich heute ein bisschen länger rede, ist leider, dass ich keine Redezeitbeschränkung habe. Und doch, hast du. Habe ich, genau. Ich kenne die Videos schon, ich schaue sie mir auch gerne an und lerne dabei auch noch was und sehe natürlich immer, wie du mit dann auch der Kamera durchs Europäische Parlament läufst. Kriegst du ja manchmal komische Blicke und das ist manchmal so auch, dass für dich auch komisch ist, diese Kamera dann durch dieses hohe Haus Parlament zu laufen. Ist schon manchmal so, dass ich so denke, ich weiß auch, in einem Video läuft glaube ich, eine Abgeordnete Kollegin hinter mir her mit ihr, mit zwei Mitarbeitern von ihr, glaube ich, habe es gar nicht mitbekommen und zeigte halt so auf mich und lief hinter mir her. Ich habe es dann hinterher nur im Schnitt gesehen, sozusagen. Das ist gewöhnungsbedürftig, das ist auch so. Und ich merke das halt auch manchmal, wenn ich noch im Zug irgendwie was aufnehme oder sowas, dass ich dann schon automatisch auch ein bisschen leiser rede, weil ich halt niemanden jetzt unbedingt damit penetrieren will, was ich so von mir gebe. Ja? Also das merkt man schon und ich finde, das ist auch in Ordnung, glaube ich. Also man muss da jetzt niemanden aufdrängen. Reicht ja schon, wenn ich euch jetzt meine Kamera sozusagen aufdränge. Aber genau. Die Social Media Week ist für mich vorbei mit einem super spannenden Panel für mich gewesen. Hab viel Feedback aus dem Publikum bekommen und von der besorgten Bürgerin hier im Hintergrund zu sehen. Ja, die besorgte Bürgerin, die gerade gehört hat, dass dieser Kanal 4% Frauenzuschauer hat. Kann nur. Ich nur sagen. Ja, liegt's an mir? Ich muss da kein Nur dazu holen. Nee. Ja. Ich kann nur sagen, Girls, wo seid ihr? Lösung finden. Ich lasse mich mal fertig machen. Ciao, Leute. Tschüss. Im Hintergrund wird abgebaut, hier in der Markthalle in Hamburg. Und ich gehe jetzt gleich zum Hauptbahnhof und fahre dann nach Osnabrück zurück, weil ich morgen Büroklausur habe mit meinem Team, mit meinem neuen Team, das sich ja auch noch nicht gesehen hat. Und wird sicherlich ein produktiver Tag und darauf freue ich mich sehr. Also macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch Tipps habt, weiß nicht, wie zu dem Frauenanteil erhöhen oder welches Video immer wieder gerne sehen möchtest, einfach in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ciao!